Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Schlacht um Mittelerde 2. Und da fangen wir auch schon direkt an, ich will nicht lange über einen heißen Brei reden. Wir waren nämlich stehen geblieben bei der bösen Kampagne beim Erebor. Sehr schön, da können wir auch gleich direkt anfangen. Oh, ich freue mich schon richtig drauf. Naja, also so ein Let's Play könnte ich jetzt wirklich gut vertragen, bin ich ganz ehrlich. Also ich freue mich jetzt wirklich richtig, richtig doll. Ne, weil das ist schon wirklich richtig schön abwechslungsreich. Man hat auch wirklich seine Freude so mitten im Let's Play. Ist schon nicht verkehrt. Ich bin auch gespannt, wie ich den Erebor meister, weil das ist ein schwieriges Level, soweit ich weiß. Und wird auch ziemlich herausfordernd sein. Aber ich bin gespannt, wie ich es diesmal meistern werde, da es ja nicht ganz so schwer ist. Die entscheidende Schlacht der Zwerge und Menschen von Tal steht bevor. Sollten Saurons Heerscharen siegen, fallen alle Länder östlich des Nebelgebirges unter seine Herrschaft. Und dann gibt es auch für die Armeen des Nordens keine Hoffnung mehr. Wunderbar, bin ich gespannt. Bevor wir den Berg nehmen, macht halt im Erdboden gleich, nehmt alle Vorräte mit, die ihr findet. Machen wir natürlich kein Problem. Ja, dann machen wir es erstmal im Erdboden gleich. Ich nehme mal hier die... Ja, oh, nee. Ja, finde ich nicht so gut. Wisst ihr was? Der Troll nimmt... Oh, scheiße, hat er noch umgeschmissen. So, du nimmst Baum. Ich wollte schon sagen. Du nimmst auch einen Baum. Baum. Achso, der ist ja umgeschmissen. Gut. Dann den Baum. Ist ja, Mensch. Ist ja wurscht. Im Prinzip, ne? So, wir sehen einfach zu, dass wir hier die Buden kaputt kriegen. So, und jetzt Vollgas. Vollgas. Und los. Oh, warte mal. Scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Ich hätte auf die Bau... Ah, scheiße. Verdammt. Ah, Mist. Ich hätte erst die Bauarbeiter, hätte ich erst mal mit der Krake töten sollen. Und mit ein paar billigen Hügelmenschen. Ah, ich bin ja auch wirklich zum Scheißen so blöd. Da bin ich ganz... Alter. Das ärgert mich natürlich wieder total. Eigentlich hatte ich das anders vorgehabt, das Ganze. Ach, naja. Das ist auch die Wärme, bin ich ganz ehrlich. Ich sitze hier drinnen, ich transpiriere vor mich her. Ich habe noch nicht mal einen Ventilator drin stehen. Und es ist einfach nur... Mir kommt es vor wie gefühlte 50 Grad hier drin. Oh, es ist schon wirklich unerträglich, bin ich ganz ehrlich. Aber naja, mal, da muss ich jetzt durch. So, ich will erstmal gucken, was ich hier als Fähigkeit so machen kann. Ja, dann nehme ich den komischen Wurm hier, ne? Nehmen wir den einfach mal. So, jetzt egal, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir sind jetzt beim vorletzten Level, nur mal so ganz nebenbei. So, Kollegen, ihr könnt auch mal was machen. Und wir werden jetzt zusehen, dass wir hier erstmal den Bums zerstören, ne? Das heißt, wir werden jetzt... Hallo, macht doch... Also, jetzt machen sie es. Dass wir den Bums sozusagen hier mal erobern. Und dann sehen wir weiter natürlich. So, hier, die, ihr könnt mal das Gold ruhig mal einsacken. Ihr könnt euch mal nützlich machen. Denn die Häuser bringen uns viel Gold und ich ärgere mich immer noch dumm und dustlich. Ich Idiot hätte erst... Ach, naja, gut. Da kann man nichts machen. Was passiert ist, kann man nicht mehr rückgängig machen. Da muss man durch jetzt. Ich habe auch jetzt ehrlich gesagt keinen Bock, jetzt irgendwie das Level nochmal neu zu starten, nur damit ich das machen kann. Hier, könnt ihr mal aufhören. Ihr bringt meine Trolle um. Ne? Die stärksten Einheiten bringt ihr mir um. Das fehlt mir noch. So, da machen wir, da erobern wir nochmal das hier. Hallo? Kann ich das? Jetzt kann ich. Trolle können das nämlich nicht. Sollte mir eigentlich bewusst sein, aber mir war es wieder mal nicht bewusst. Und da gehst du mal schön weg, da kommen nämlich Feuerpfeile. Und wenn die mir sterben, die Trolle, das ist ganz, ganz ärgerlich. So, erobert erstmal das Kaff, da kommt doch schon wieder welche. Also langsam überschätzen sie sich, ne? So langsam gehen sie mir richtig auf den Sack. So! Dann gucken wir gleich mal, dass wir mal ein paar Bauarbeiter kriegen. Also irgendwie kriege ich nicht mit, dass ich hier irgendwie mal ein paar Bauarbeiter kriege. Hara drin, Lanzenträger. Okay, das ist auch mal, sag ich mal, was wert. So, macht man hier jetzt das Ding kaputt. Ach, ey. Das ärgert mich natürlich wirklich dumm und lustig, ey. Also das hätte ich auch nicht gedacht. So weit habe ich mal wieder nicht gedacht. Aber naja, gut. Geht keine Welt unter. Mach sie doch tot. Ja, im Prinzip, Spielschema wieder genauso, wir müssen Erebor vernichten. Ist machbar, glaubt mir.
Gut, so wie es aussieht, doch nicht. Also bis jetzt habe ich gar nicht so schwer in Erinnerung gehabt, dass es doch so viele Soldaten kam. Ich dachte, die haben dann erstmal eine Ruhe. Na gut, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, kriegen wir alles hin. So, dann macht man die auch gleich tot. So, wunderbar. Das läuft doch schon mal. Nicht ganz so gut. Wie gesagt, hier drinnen in der Hütte ist übelst die Wärme, obwohl ich die Rolle unten habe und alles. Aber es ist halt... Es führt kein Weg drumherum, ne? Ich habe mal Lust gehabt auf Let's Play und bei der Wärme habe ich doch mal überlegt, machst du das wirklich? Nicht, dass du noch vorher umfällst. Nee. Ich habe extra ausreichend noch getrunken, weil ich mache das nicht mitten beim Let's Play, einfach mal hier die Flasche an den Hals hängen. Irgendwie, ich bin der Meinung, gefällt mir nicht so. Ne? Das stört, da hört man das die ganze Zeit so knatschen und das muss auch nicht sein. Deswegen, wenn ich niesen muss, muss ich mich mal beherrschen, nicht, dass ich das Mikrofon voll nein nies. Ne? Deswegen. So. Dann gucken wir mal, was hier jetzt uns erwartet. Ja, das waren schon abgegradete Zwerge. Ich will mal schauen, dass wir mal hier in diesem... Ah, scheiße, wir können euch mal Fledermäuse holen. Was soll denn der Scheiß? Was soll denn das? Ist ja voll unfair. Oh, ich ärgere mich immer noch hier. Das lässt mir keine Ruhe. Ich Trottel hab noch nicht mal diese blöde Krake auf die Baumeister geschickt. Ich glaube, das hat auch jemand in die Kommentare geschrieben gehabt, soweit ich weiß, ne? Da hat das jemand reingeschrieben gehabt. Hier, du kannst doch eigentlich die Krake. Und ich habe wieder natürlich nicht dran gedacht. Ist ja mal wieder vollkommen logisch, ne? Ich frage mich auch nur, wo ich das Gehirn gelassen habe manchmal. Ja gut, ist ja nicht schlimm. Ich könnte schwören, so langsam müssen doch mal Leute kommen von uns. Ich kann doch nicht die ganze Zeit mit den Barmann da rumhampeln, oder? Ich weiß das, ich habe das Level schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Und ich glaube, es war sogar einer der Level, die ich überhaupt nicht leiten konnte. Das war richtig ein beschissenes Level. Oh Junge, die Kraftausdrücke dürfte ich jetzt wahrscheinlich eigentlich nie machen. Naja gut, mehr als fluchen kann man auch nicht. Weil mich das einfach nur ärgert, warum ich da nicht gerade gemacht habe. Ja gut, da wird es halt ein bisschen spannender. So, oh, jetzt kommt der Herr hier, der feine Herr. Wo ist er denn? Ah, mit seiner Kartoffeltruppe hier. So, dann machen wir gleich mal eine Festung. Oh, Gott sei Dank, ich krieg's ermäßigt. Ich dachte schon, ich müsste für die Scheißfestung hier auch noch einen Haufen blechen. Das wäre mir eindeutig zu teuer sonst. So, dann machen wir gleich hier nochmal eine Hütte hin. Und hier machen wir nochmal eine Hütte hin. Richtig schöne Bumsbude. Haradrin-Zelt machen wir auf alle Fälle. Ich weiß zwar nicht, was uns das jetzt erstmal bringt. Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt rekrutieren kann. Außer Haradrin. So. Was? Wo kommen die denn her? Ich habe noch nicht mal Soldaten. Was soll denn da? Scheiß. Also, aber ich hab Helden. Ich habe aber Helden. Stimmt ja. Gut so. Dann machen wir's. Ich habe die Katapulte mal rinder getan. Ich vertraue den Schinken nämlich überhaupt nicht. Ich habe da ein bisschen Bedenken bei der ganzen Hinsicht. Und da gucken wir natürlich, wie wir das hinkriegen hier. So, dann machen wir hier noch. Und machen wir hier noch eine Bude hin. Wunderbar. Ich kann mich nicht beschweren. Ich muss aber eins machen. Und zwar muss ich gucken, dass ich das irgendwie... Hey, warum werden die meine Leute umgebracht? Was soll denn das? Was soll denn das hier? Ach, Ostlinge konnte ich holen. Und ja, genau, jetzt weiß ich so. So langsam erinnere ich mich wieder. So, die Helden, die können sich jetzt mal ganz nützlich machen. Die machen sie jetzt mal darüber auf die Seite. Was soll denn das? Warum kommen denn da schon wieder welche? Das riecht mich so auf schon wieder. So, jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. So, dann machen wir hier noch. Das ist ja mal wieder vollkommen logisch, ne? Da kommen wieder 10.000 Leute. Und alles scheiße. Und das Katapult macht natürlich immer übelst viel Damage, ne? Ist ja kein Wunder. Deswegen wird es Zeit, dass die Hütte mal hier ein bisschen upgradet wird. So, bauen wir gleich einen Trollkäfig. Das ist mir ganz, 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 ganz lieb. Da kommen doch schon wieder welche. Wo kommen die denn her? Und vor allem wie? Ich habe das gar nicht so in Erinnerung, wenn ich ganz ehrlich bin. So weiß ich. Ich wusste gar nicht, dass das so extrem war. Da bin ich mal. Also, ich bin total baff. Ich habe nicht gedacht, dass das wirklich so extrem war. Ich habe gedacht, das war ein bisschen spannender, die ganze Aktion. Aber das ist ja voll aggressiv hier. Das Schlimme ist, ne, wir waren ja bei der Dörrenheide und haben da die Drachen befreit. Wo sind bitte schön die Drachen? Ich könnte die hier wirklich gut gebrauchen. Bei so einem Level wie die Dörrenheide, da brauche ich keine Drachen. Ne, da war das ja ganz leicht. Aber hier so ein Level, wo ich im Ehrenbau bin, da brauche ich sie. Aber nee, lassen wir sie lieber mal ausruhen. Ne? Wozu haben wir sie denn befreit? Nee, lass sie schön ausruhen. Ne? Die müssen sich erstmal auskurieren. Vor der Gefangenschaft natürlich. Das sind so Kleinigkeiten, das ärgert mich. Das hat mich, glaube ich, auch schon damals richtig geärgert bei diesem Spiel. Aber was bringt es mir, wenn ich jetzt hier rumfluche? Oh, das gibt's hier auch. Ach, das gibt's in dem Level. Boah, das ist ja mal richtig geil. Genial, cool. Dann bauen wir gleich nochmal ein paar Türme. Und dann läuft das doch, hoffe ich.
Jetzt kommt doch schon bitte hier. Eieiei, das riecht mich auf. Das geht mir auf den Sack. Ja, willst du auch mal zuschlagen? Ach komm, mach dich da weg. Ich sehe schon, das wird nichts. Ich glaube, ich kann gleich wieder von vorne anfangen. Ich glaube, ich hätte die Baumeister töten sollen. Die haben jetzt bestimmt 10.000 Kasernen gebaut. Und ich, Trottel, krieg's nicht gebacken, die blöden Kasernen da kaputt zu machen, weil die bestimmt innen drin in der Festung irgendwo. Da kommen sie doch schon wieder. Menschenskinder. Ich hab das gar nicht so in Erinnerung, verdammt. Schon 10 Minuten rum, ich hänge immer noch am Anfang. Aber von der anderen Seite greife ich es nicht an, das ist schon mal gut zu wissen. Da weiß ich schon mal wenigstens Bescheid. So. Hier, hier den... Oh, oh, schön. Oh, klasse. Hä, könnte ich auch theoretisch schon ein paar Euro holen. Aber hier, das ist natürlich... Scheiße, ich hätte doch hier den Pfeiler... Also irgendwie, ich kriege richtig mit durch die Wärme. Bin ich total perplex, was ich überhaupt mache. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich hier sitze überhaupt. Ich, Trottel, hätte einen Pfeilhagel nehmen sollen statt dem Wurm und da hätte ich den Balrog holen können. Obwohl der Drache auch geil ist, ne? So ist das ja nicht. Ah, ich ärgere mich schon wieder. Ich habe alles, was ich jetzt gemacht habe, war scheiße. Hier kommen sie doch schon wieder, Menschenskinder. Und was machst du da? Oh, was macht denn der... Oh, nee. Der Sauch uns Mund, der ist zum Blöd zum Scheißen. Was anderes ist der einfach nicht. Ich muss gucken, dass ich diesen Bums jetzt da... Ah, ganz schnell, komm, geht da Rinder. Ich muss gucken, wo die herkommen. Das ist ja nicht mehr normal hier. Total beschissen. Krieg ich richtig mit hier. Komm, geh da hoch. Schön, und jetzt hier rein. Töten, klasse, überrennen. Ist mir wurscht, Hauptsache wir kommen hier rein. Ich weiß gar nicht, wo war denn hier der Eingang? War das hier? Hier, los. Gut. Hier war das. Oh, oh, schön. Überhaupt nicht schön. Sorry. Jetzt gucken wir erstmal, ob das hier ist. Ob hier eine Kaserne durch Zufall ist. Die können wir nämlich gleich kaputt machen. Ich habe nämlich keinen Bock auf den ganzen Scheiß hier. Das riecht mich richtig auf. Das sind so Kleinigkeiten, da könnte ich mich richtig aufbrausen. So, jetzt machen wir erstmal. Ganz fies und hinterhältig. Zack. So, der schlägt immer noch ein in die Hütte. Kann er von mir aus machen, gleich aber nicht mehr, gleich hat die Sache erledigt. So. Ich glaube, ich hole mir mal ein paar Ostlinge. Bin ich ehrlich. Ich hole mir mal ein paar Ostlinge. Die sind nämlich einigermaßen stark. Ah, mir stirbt ein Nasgul. Ist ja nichts Neues. So, jetzt stärken wir erstmal unsere Kollegen, damit die ein bisschen mehr Kraft haben zum Kämpfen. Und mein Nasgul ist tot. Super klasse. Das freut mich richtig. Und da können wir schon direkt schauen, dass wir hier hinten dieses Kaff auch noch zerstören. Also die Hügelmenschen an sich sind halt wirklich sehr praktisch, um andere Kollegen zu töten. Also muss ich ehrlich sagen, klasse. Hm, scheiße. Komm, geht mal hier hin und helft mir. So. Ich mache jetzt mal hier das Auge. Oh, das wird sogar passend, hätte ich nicht gedacht. Gut. Jo. Was ist in dieser neuen Taverne? Frag mich mal. Nee. Was kann ich denn holen? Oh, Rüstung kann ich auch. Oh, kann ich hier upgraden mit Schwert? Oh, gut, gut, gut. Da will ich nicht schauen. Ja. Die Kampftroller an sich sind auch geil. Bin ich ganz ehrlich. Also, die sind auch nicht schlecht. Und wieder stirbt mir Nazgul. Klasse. Hier, die sind doch nicht imstande, die scheiß Kaserne da kaputt zu machen. Kann mir das mal jemand verraten? Das sind Hügelmenschen, die sollten eigentlich dazu fähig sein. Saurons Mund, komm zurück ins Lager. Ich habe Angst, dass du mir hier krepierst. Du bist nämlich mit auch einer der Schwächsten, bin ich der Meinung. Aber hier, die Hügelmenschen, die machen das. Ne? Man sieht richtig, mit wie viel Elan und Eifer die an die ganze Sache dran gehen hier. Ne? Wenn ich jetzt hier wüsste, dass ich morgen sterben werde, dann wäre ich nicht so eifrig. Oh, hier, die trauen sich aber auch. Ne? So, was haben wir denn hier noch? Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mir da einen Kampftrolle hole oder so. Ich weiß alles noch nicht. Bin total ahnungslos, habe keine Ahnung, wie ich hier das Level überhaupt schaffe. Ich weiß nicht mehr, was ich hier mache. Aber jetzt können die Katapulte mal drankommen. Die können nämlich mal jetzt hier hinten den Dorm kaputt machen. Die sitzen da drinnen, warten auf dich und danach, bam, haben sie dich. Das sind die Sachen, die mich auch ein bisschen aufregen. Der Turm von Gorgorov ist gut. Aber jetzt kommt das Problem, da kann man zwar einen Feuerball in die Basis schießen, aber ich bin leider zu weit weg von der Hauptbasis. Sonst würde ich das auch machen.
Aber wie gesagt, ich bin leider viel zu weit weg. Ich bin so weit weg, das glaubt ihr gar nicht. Das wird sich gar nicht rentieren. Ich gebe einen Haufen Geld aus und ich habe gar nichts davon. Ne? So, das Quaken. Jawohl, Feuerpfeile brauche ich nie unbedingt. Scheiße. Oh, die kommen doch schon wieder. Ich habe aber wenigstens schon mal die eine Kaserne zerstört. Da können sie mich nicht mehr ganz so belästigen. Das ist der Vorteil. Jetzt holen wir noch ein paar richtig tolle, richtig klasse Trolle. So, ich muss immer aufpassen, wenn ich hier so sitze. Ich habe so einen Computerstuhl, muss man sich vorstellen. Und der knarrt. Ne? Das tut übelst schlecht. Das Ding ist so ausgeleiert. Ein total abverranztes Teil. Naja. Da muss man... Wow, was ist denn hier los? Hier, helf mal. Greif mal unter die Arme. Mach dich mal nützlich. Ach, jetzt kommen sie. Jetzt werden sie mobil. Jetzt werden die Herrschaften mobil. Aber nicht mehr lang. Sind sie nicht mehr mobil. Ne? Man sieht schon... Oh, oh. Also das ist mal eine ganz schlechte Leistung. Hier kümmert euch darum, darum kümmern sich. Könnt die sich mal nützlich machen. Das Gute können einfach wegbleiben. So, schlag zu. Ich hätte doch mal so einen blöden Baumstamm geben sollen. Hier hast du einen Baumstamm. Nimm den. Mir scheißegal, wie du das machst, aber Hauptsache... Wir können uns ein bisschen wehren gegen diese Herrschaften. Schießen die Feuerpfeile? War das so? Habe ich gar nicht so in Erinnerung. Ist nicht schlecht. Gut, muss nicht so. Und jetzt quält mal richtig schön die Ostlinge ab, damit die auch was drauf haben. So, da war noch Glas. Kann ich auch noch kaputt. Bäm. Klasse. Das läuft doch schon mal. Schon wieder. Klasse. Ah, nee, ich hab schon. War doch nicht schon wieder. Ich muss gucken, dass ich den blöden Ball rumkriege. Habe ich nicht eigentlich befehligt, auf den Turm zu schießen? Entweder waren die wieder zu blöd zum Treffen, wie es auch so aussieht. Naja, gut, ich guck, was ich machen muss. So, dann kommen die bestimmt gleich wieder raus, die Herrschaften. Ihr müsst auch treffen. Hallo, das ist kein Geheimnis. Wofür werdet ihr denn ausgebildet? Ihr seid nicht zur Dekoration da. Also. Das riecht mich jetzt schon wieder auf. So, dann gucken wir mal. Naja, ich hoffe, dass es über die Tage mal wieder abkühlt, weil hier drin ist übelst die Wärme. Ne? Ich transpiriere, ich verdunste hier schon regelrecht. Ist nicht normal. Hier, Kollegen, treffen, das ist kein gar... Alter. Wenn ich das so sehe, das Armutszeugnis, ne? Da denke ich auch nur so, man kann das mal konstant beobachten. Oh, ja! Nach 10 Stunden hat man es doch geschafft. Wahnsinn. Muss ich euch ja noch eine Goldmedaille geben hierfür. Ich hole mir Kampftrolle. Komme was wolle, ich hole mir Kampftrolle. Ich habe keinen Bock auf diese Gebirgstrolle. Wenn ich die Möglichkeit habe für Kampftrolle, hole ich mir auch Kampftrolle. Ich mache hier nochmal so ein Ding hin. So. Und dann gucke ich. Wie gesagt, es ist ärgerlich, dass ich keine Fledermäuse reinsetzen kann. Sonst hätte ich das schon längst erobert, das Teil. Das wäre dann ratzfatz gegangen. Hätte ich nämlich nur reingetan, die Fledermäuse, bei der Zitadelle, gleich hier Drache und so, damit wenigstens schon mal die Feinde besiegt sind und alles andere ist mir wurscht. Oh, man kriegt sogar geschissen den Bannerträger zu erwischen. Ja, nein, nein, gut, nicht schlecht. Oh, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Oh, jetzt werden sie hier aber mobil. Junge, Junge. Können sie ruhig kommen. Ihr kehrt auch mal zurück. Ihr seid immer ganz, ganz schlecht. Und zwar sind sie meistens immer dann unpraktisch, wenn sie anfangen, die Kollegen abzuknallen mit, ne? Und die Kollegen kriegen ja auch Schaden. Und das brauche ich weiß Gott nicht, ne? So, ne? Komm. Ne, mache ich nicht. Ich lasse das mal schön so, wie es ist. Und es wird nichts dran ändern. So, was habe ich? Ja gut, die Bogenschützen waren auch nicht schlecht, ne? So ist das ja nicht. Ah, aber hier erstmal volle Kanne an dem Feind vorbeigelatscht und die Kollegen hier, die lassen sich erstmal in Ruhe zugucken, ne? Lass die ruhig machen, so nach dem Motto. Die Zwerge tun ja schon nicht. So, Formation, das kommt Stachelschweinformation. Gut, das ist gut gegen, wenn man überrannt wird oder so, dass man sich wenigstens ein bisschen schützen kann. Die Idee dahinter ist auch gut, bin ich der Meinung. Kann ich die noch rekrutieren, ne? Ja, aber eigentlich mehr. Da sehe ich doch schon wieder hier hakt da. Komische Vogel. Dann schicken wir ein Ork-Bataillon fort. Genau.
Schön, super, hat doch alles astrein funktioniert. Du, gehen wir gleich rein, bin ich der Meinung, ne? Geben gar keine Zeit zum Nachdenken, sondern marschieren gleich ein, bin ich der Meinung. So gehört sich, wie es auch sein muss. Aber ich ärgere mich trotzdem immer noch, dass ich die blöden Kacheln nicht umgebracht habe. Nee, stattdessen stehe ich lieber daneben und gucke noch schön zu, ne? Ich habe das aber auch erst gar nicht realisiert. Ich habe das gar nicht wahrgenommen erst. Ich dachte auch erst, ne? Und wo ich das dann zu spät gesehen habe, wo die da schon losgeschossen haben, naja, gut, jetzt hast du auch verpasst. Oh, jetzt wäre... Oh. Oh, oh, jetzt geht's los. Jetzt werden sie aggressiv. Jetzt werden sie richtig aggressiv. Dann bauen wir gleich nochmal so eine Schuppen hier. So. Und dann überrennen wir sie gleich. Hey, was machen die denn jetzt hier? Für... Oh, jetzt haben sie sich wieder nur auf die Karren hier über... Alter, das schickt mich auf. Nur auf die Bumsbuben hier. Nehmt eure scheiß Pfoten weg. Und was machst du hier? Du stehst schön daneben, ne? Guckst zu. Klar, abgestochen ist schnell. Oh, es kommen sie hier aber ganz schön. Jetzt werden sie mobil. Dann los, hoch mit euch. Geht rein, damit wir die Sache schnell hinter uns bringen. Zweifel. Na gut. Mama hier. Dein scheiß Auge. Ich wollte schon sagen, du machst dein scheiß Auge wohl nicht. So. Super. Gleich rein. Rein, rein. Ist mir scheißegal, wie, Hauptsache drin. So, dann gehen wir mal hinten raus. Sie kommen aus Südwesten. Wir müssen aufpassen. Das ist mir scheißegal, wer von Südwesten kommt. Hauptsache ich mit dem Feindboot. Aber so wie es aussieht, das ist schon wieder so ein richtiges Armutszeug hier. Wenn ich das immer so beobachte, ne, ich habe hier richtig gute Ausbildung, ich kriege es nicht geschissen, die Leute hier umzubringen. Macht, was euch befolgt! So. Ich glaube, ich muss ein paar Türme nachher bauen. Ich glaube es zumindest, dass es mal Zeit wird. Hier ist ja alles gut abgesichert erst einmal. Sind wir erstmal sicher. Oh. Oder auch nicht. Ihr bleibt mal da oben stehen. Ich habe ja gar keine Zeit hier zum gucken. Es kommt doch schon wieder. Hä? Haben die hinten in der Ecke erst alle umgebracht? Wo kommen die denn her? Oder wurden die reingeschickt? Oh, Alter, da kommt doch schon wieder welche. Das riecht mich vielleicht auf. Das ist ganz schön. Nicht aufregen. Ganz ruhig. Mir scheißegal. So. Jetzt sind wir schon mal in einer Halle wenigstens. Jetzt kommen sie schon wieder. Und noch welche. Und auch noch die Schwäche. Klasse. Ist ja herrlich. Das ist ja alles so schön hier. Alles so gut durchdacht. Und so. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein paar Special-Fähigkeiten. Solange keine Elben hier in der Nähe sind, ist alles gut. Da können wir dann den Drachen auch einsetzen, weil der hat eine ganz starke Schwäche. Und das sind Silberdorn-Pfeile und generell Pfeile, die setzen nämlich hart zu. Der wird erstmal zerstört und der hier drüben auch. Ich bin nämlich kein Freund von Katapulten und wenn es dann soweit ist, ärgere ich mich wieder. So, da haben wir schon mal die Essenshalle wenigstens erobert. War sehr gut. So, machen wir hier noch. So, ein Schlag nacheinander. Oh, es kommen aber ganz schön viele hier. Jetzt werden sie richtig mobil. Ja, ich weiß, dass ich angegriffen werde. Da kommen doch schon wieder welche. Jetzt werden sie richtig mobil, kriege ich gerade mit. Hey, was ist denn hier unten los? Was war denn das? Auch nicht schlecht. Einfach mal so eine Festung mitten auf meinen Korsarenschuppen hier hingebaut. Das ist eine Fähigkeit von den Zwergen. Ich weiß zwar nicht, was das hier werden soll, man, dann ganz doofe Frage jetzt am Rande. Ich weiß auch nicht, was das bezwecken soll. Oh, oh, scheiße, was ist hier los? Oh, fuck, damit habe ich gar nicht gerechnet. Schnell, Drache. Oh, das war auch nicht so klug, glaube ich. Scheiße, jetzt bin ich aber richtig angelegt. Mist. Oh, du blöder Drache, mach doch hin! Tötet diesen scheiß Zwerg hier, das riecht mich auf. So, und hier den auch noch gleich kaputt machen. Flieg, komm, flieg! Mach hin! Das Level habe ich ja schon mal gesagt. So, und jetzt nicht heilen, zuschlagen, Spuckfeuer oder was weiß ich. Guck mal, wie schnell der weg ist, bis der sich ausgaselt hat. Ne, das hat sich gar nicht rentiert hinterher. Da ärgere ich mich nur dumm und dusselig. Warum ich so einen Idioten eingestellt habe. Oh, vielleicht kriege ich so den Barbuck. Das wäre natürlich Hammer, wenn ich den hätte dann. Oh, wisst ihr, was da los ist? Die Zwerge haben ja schon oft genug Erfahrungen mit sowas gemacht. Die wissen, was los ist. Die wissen ja Bescheid, ein Glück.
Kann der auch bis dahinter fliegen? Nee, kann er natürlich nicht. Weil er zu doof dafür ist. Er ist ein Drache, aber kann natürlich nicht bis hierher herfliegen. Das geht natürlich nicht. Um Gottes Willen, das ist ja aus seinem Navigationsbereich. Das checkt er ja sowieso nicht. Bam, 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 bam. Super, Pfeilhaken hat funktioniert. Ist so ein Hell? Auch nicht schlecht, wie er da steht hier. Der glückliche Mann. Du kriegst da gleich mal einen auf die Nuss. Der Gläuen. Team Beast vorne. Du kriegst gleich einen auf die Nuss und hat die Sache erledigt. War das so groß? Ich hab das gar nicht mehr. Wie gesagt, der Pyro kommt dann. Der löst dann das Kränzchen auf. Dann hat sich die ganze Sache erledigt. Und hier kann ich ihn schon... Was? Ich kann nicht holen. Oh. Das ist jetzt schon wieder der Punkt, wo ich mich aufregen kann. Das ist schon wieder der Punkt. Ich könnte ihn hier so gut gebrauchen. Weil bei dieser ganzen Scheiß-Situation hier, die ist total beschissen. Guck mal, was hier los ist, Alter. Das ist nicht normal. Das Level geht bestimmt noch ein bisschen länger. Also hier habe ich richtig lang zu kauen, das sage ich euch. Also das Level wird... Also dieses Let's Play wird überlegen. Jetzt kommt doch schon wieder welche. Ei, das riecht mich auf. Was sollt ihr sonst noch bauen? So, dann werden wir mal gucken, das bin ich hier noch. Das Problem ist, bei mir muss immer alles schnell, schnell gehen. Ich bin nicht so der Mensch, der hier ewig daneben geht und guckt erstmal zu. Bei mir muss das erstmal schnell, schnell gehen. Wir müssen mindestens 5 Katapulte bauen. Ich will das Tor nicht niederreißen, ich greife von der Seite an. Ich bin ja von der Seite reingekommen, warum soll ich das Tor niederreißen? Mit welchem Zweck, bitteschön? Ich mache mich dann nur umständlich, damit das Lügen und drüben Dörme, die schmeißen mich ab und ich bin beschäftigt, dass ich das Tor einreiße oder was? So, das muss die Haupthalle sein. Königstein! Ah, nicht schlecht. Er ist tot hier. Wenn er dann kommt, natürlich. Habe ich nicht mitgerechnet? Ich habe nicht gewusst, dass Kloin als Verstärkung kommt, bin ich ganz ehrlich. Das wusste ich nicht. Oh, Scheiße, jetzt kommen sie. Weißt du was? Gehen wir hier in die Zwergenhalle rein, in die Haupthalle. Oh, raffiniert, haben sie sogar eingebunkert hier. War nicht schlecht. Komm, mach doch. Super. Astrein, klasse. Da kannst du ruhig das Tor hoch machen. Das juckt mich sowieso nicht. Da kannst du so hoch machen, wie du willst. Du alter Trottel hier. Wo ist denn der Vogel? Krieg gleich einen auf den Deckel hier. Ja gut, das war auch nicht ganz so raffiniert, bin ich ganz ehrlich, weil das Problem ist, durch diese ganze Aktion jetzt hier, habe ich natürlich auch meine eigenen Soldaten geschadet. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich den steuern kann, den Wurm, aber ich glaube, den konnte ich nicht steuern. Aber hier den Onkel, den können wir mal auf die Fresse schlagen. Gut, siehst du, ich habe eigentlich woanders befehligt. Ja gut, aber er macht seinen Dienst. Er macht seinen Dienst. So, den knallen wir gleich ab. Auch nicht schlecht. Komm, mach den Orbau fertig hier. Damit wir die Sache hinter uns bringen. Jetzt bringen wir den alten knausrigen Vogel hier um. Kriegt dann sein letztes Stündlein. Dann hat sich die Sache erledigt. Da kann er dann später gucken, wie er da weiter zurechtkommt. Dann muss ich im Keller verschanzen. So. Mach jetzt den Orbau fertig, habe ich gesagt. Mach hin. Oh, was? Ein Schlag? Du Scheiß, was ist denn das für ein Vieh? Geil, ich höre, der Turm steht noch. Gut so. Der kann nämlich schön drauf einballern auf das Ding. Ist er schon weg? So, ein kurzes Elend. So. Dann gucken wir, dass wir das Tor einreißen. Ja gut, ich weiß zwar nicht, was das jetzt wieder werden soll. Das ist wieder mal so eine neutorische, komische Denkaktion gewesen. So. Oh, das geht doch noch schnell. Hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, ich bin nur mal da ein bisschen flotter unterwegs. Nicht lange überlegen, sondern gleich zuschlagen. So, wunderbar. Es bröckelt schon mal der Schuppen hier. Wisst ihr was? Meins. Oh, super. Gott sei Dank. Oh. Gott sei Dank habe ich das schlimmste Level genommen. Bekommen wir ja schon das letzte Level. Oh, geil. Ging das so schnell? Hätte ich nicht gedacht. Finde ich gut. Bin schon wieder stolz auf mich, dass es doch so schnell ging.
Nachdem der Balrog die Zwerge vor langer Zeit aus den Minen Morias getrieben hat, müssen sie nun auch den Erebor verlassen. Jetzt geht's gut los hier. Saurons Mund hat nichts geleistet, aber Hauptsache er steht im Rampenlicht, ne? Boah, das beschissenste Level geschafft. Oh, ich bin sacknass geschmitzt. Es ist 100 Grad hier drin und ich habe es trotzdem noch geschafft. Und jetzt fühlt es sich noch wärmer an, wenn ich ehrlich bin. 1000 Grad vielleicht schon. Eieieiei. Aber schön. Hat gut geklappt, hätte ich nicht gedacht. Auch am Anfang ein paar Macken gehabt, das ist klar. Aber es war machbar. Ne, das ist so das Level, wo ich mich am meisten reinsteige. Gut, das haben wir schon das letzte Level dann beim nächsten Let's Play. Oh, ich bin richtig fix und fertig hier. Ja, wer hätte es gedacht? Bruchteil. Was ich eben gesehen habe bei dem Endvideo jetzt, dass da ein Nazgul oben drüber flog. Wo war der? Ich hätte den gebrauchen können, ne? Aber naja, gut. Ich sag dazu nichts mehr. Ja, Bruchteil wird das letzte Level sein. Da kommt auch, wie soll ich sagen, ein ganz besonderer Ehrengast auf unserer Seite. Aber auch ein ganz besonderer Ehrengast bei der anderen Seite, bei der guten Seite. Und die hat es auch ziemlich faustdick hinter den Ohren. Also da werden wir ganz bestimmt unseren Spaß haben bei dieser Folge. Also zumindest bei der nächsten Folge, weil da kommt die richtige Steigung. Das ist auch ein ganz schweres Level und da geht es richtig rund. Also das ist wirklich eins der schwierigsten Level überhaupt, bin ich der Meinung. Ich weiß gar nicht, bei der guten Kampagne war es gar nicht ganz so schwer. Da ging es sogar noch. Ich will auch nicht zu voreilig sein, um Gottes Willen. Im Endeffekt ist es doch dann pottenschwer. Ja, Wahnsinn, da habe ich es doch noch geschafft, eine halbe Stunde. Bin stolz auf mich hier. Gut gemacht. Gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das sage ich bis zur nächsten Folge. Tschüss und bis bald.